Ach so. I really appreciate that, man. Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also Freunde, der Hauptgrund ist nicht die Weekend League, glaube ich, in diesem Video. Also ein bisschen Gameplay, klar, aber ich muss eins loswerden. An alle, die das nicht mitbekommen haben, ich droppe es jetzt einfach mal. Gestern im Stream, Freunde, hat dieser Knecht hier, ich habe gerade nachgeguckt, heute Morgen, es ist 13 Uhr, lol, YouTuber Lifestyle, bin gerade aufgestanden. In anderthalb Stunden wurden mir 1300 oder 1200 Euro gespendet, Freunde. Das muss man sich mal überlegen und auch nicht von einer Person. Natürlich gab es ein, zwei, drei, die haben immer wieder einen raufgelegt, aber es waren mehrere Personen. Und Freunde, ich kann euch einfach nicht genug danken. Was soll ich euch erzählen? Morgen wird auf den Stream Highlight Kanal mein Video darüber richtiges Video darüber kommen, wie alles da reinfliegt, diese ganzen Spenden, damit die ganzen Leute auch irgendwie verewigt sind auf meinem Kanal, weil das, Freunde, das, was da gestern passiert ist, war der Wahnsinn. Ihr werdet hier bei mir auch ein paar Spenden sehen. Nicht alle, das wird dann morgen auf dem Zweitkanal Eli Geller, folgt dem Kanal. Aber ich rede nicht nur von den Leuten, die gestern 100 Euro donated haben, 20 Euro, 50 Euro, 70 Euro, sondern auch von denen, die einen 10er da gelassen haben, ein 5er, ein Euro, 2 Euro, 3 Euro. Freunde, vielen lieben Dank für diesen krassen Support, finanziell auch gesehen. Das ist der Wahnsinn. Aber ich wollte dann auch nochmal sagen, ihr müsst mir nicht so viel spenden, nur damit ich euch registriere. Ich sehe schon immer, wer immer am Start ist, wer immer reinschreibt. Ich habe das, ich bekomme das alles mit und ihr müsst mir nicht so viel spenden. Also wenn ihr es machen wollt, Dankeschön. Niemand zwingt euch, Freunde. Es bringt mir auch extrem viel, wenn ihr den Kanal einfach nur abonniert. Oder die auch, die alle, die einen Sub da lassen, auch komplette Ehrenmänner. Aber es bringt auch, wenn ihr einfach nur den Stream guckt, Like darauf da lasst und Follow ist auch alles kostenlos. Das bringt mir auch sehr viel, Freunde. Also wirklich vielen lieben Dank, wenn ihr finanziell mich unterstützen. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, das ist die Kirsche auf der Torte, aber es ist kein Muss, damit ihr denkt, oh, ich muss ihn jetzt 20 Euro donaten, damit er sieht, dass ich da bin. Die, die immer am Start sind, ich bekomme das schon mit, Freunde. Ich wollte nur sagen, dass ich wirklich dankbar bin und dass es nicht selbstverständlich ist. Perfektes Intro. Ich weiß nicht, um was es in diesem Video geht. Ihr werdet ein paar Weekend League Spiele sehen, ein bisschen rumgelabert, aber es geht, Zielpunkt ist nicht ganz auf der Weekend League. Ihr werdet sehen, wie ich abgeschlossen habe. Dann sehen wir uns dann nochmal, dann sage ich noch was dazu. Lasst, wie gesagt, ein Like auf das Video hier da, Freunde. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, 8000 Likes könnten wir ja mal versuchen anzupeilen. Why not? Zu dem Zeitpunkt von FIFA ist es nicht mehr so einfach, Freunde. Aber gönnt euch jetzt das Video. Die 260.000 Abos zu knacken. Wir haben 259.000. Ich glaube, wir müssten so 300 machen oder so. 250, irgendwie sowas. Alpha Lukas XD. Perfekt. FIFA 20 Ultimate Team. Kommt der raus, ne? Abblock? No. Aber es wird auch wieder kommen. Perfekt. Wie heißt der Knecht? Mein Junge Lala, du... Und jeder. Simon kann das so. Perfekt, jetzt geht die Scheiße wieder los. Can I get the ball? Maybe. Tor. Okay. Der ist voll unauffällig bis jetzt, muss ich sagen. Ah, Edwin van der Sar. Ganz, ganz safe. Und den Rest werde ich dann halt so aufbauen um die, ne? Aber muss ich auch noch gucken, wen und wie und weshalb und so. Sehr gut, EA. Oh. Warum ölt der Gegner so? Mann, Alter. Komm auf und ist mal. Ja, Eli Geller for President. Und der ölt um sein Leben. Es ist der 24. Juli. Und der Mann drückt sofort. Stopp, Digga. Komm bitte auf dein Leben klar. Ich finde, ich habe da so wenig Offensivpower. Pfosten. Was ist mit Mbappé los, Digga? Ist der Typ lost? Der nimmt FIFA ernst. Und wer FIFA ernst nimmt, der guckt höchstwahrscheinlich. Der hat schon mal was von mir gehört. Und das heißt, dass er gegen mich ölt um sein Leben. Jedes Mal. So ein Phantom, wirklich. Weißt du, durch die Nacht, wie er im Phantom wäre. Digga, hätte Mbappé den nicht reingemacht, hätte ich den angezeigt. Und jetzt darf man es auf einmal nicht mehr. Faul. Nö. Okay. Ich finde Graumatt, dieses AMG Graumatter, ich weiß nicht, wie das Magno Grau heißt, es glaube ich. Digga, das ist der. Ja, Mbappé ist es nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bräuchte mal ein bisschen Auszeit für ein, zwei Wochen, ob der nicht die U23 trainieren kann. Der hat da was im Blick. Meine Show. Meine ich Richard?
war kein Foul, hast du recht. Richard, du musst nur ein Wort sagen. Dann bist du da, hast du den Trainer Arschein. So schnell geht das, Digga. Ich schwöre, das lag in meiner Schule auch teilweise. Ne? Eigentlich hatte ich so Geschwister, die mir das dann halt auch so erklärt haben. Boah, das sieht so ölig aus, ey. Sissoko, Kanté, Son, Mané. Opa. Nolle. Usman. Opala. Usman Dembele, guter Mann da. Und dann die Jungs, die schon 40 Weiber weggeknallt haben, wo sie auf irgendwas waren und richtig besoffen und keine Ahnung was. Oh nein, Bruder, die ist mir nicht. Wer war das? Die Soko und sein Pullermann dazwischen. Ah ja, ich hab vergessen, dass man nicht mit Dreieck befreien kann, weil das Spiel ja lost ist. Mann. Alu-Counter hoch auf 4. Ich schwöre, ich bekomme nie den Spieler, den ich haben möchte. Zweimal Son außerhalb vom Strafraum mit 7 Chemie, aber ja, okay, kann reingehen. Was eine gute Aktion. Was ist da euer Lieblingslied? Ich habe auf MAP gespielt. Ich schwöre sogar. Die waren auch schon echt gut. Aber die kannte man halt vorher schon. Ne? Ich hatte mit Richard Freunde. Ich habe Richard im 4-2-3-1 auf der 10 gespielt. Und ich hatte mit dem Typen 60 Spiele und irgendwie 100 Alu-Counter hoch. Tore oder so. Auf der 10. In zwei Weekend-Dings, das war so kranke Scheiße. Sind wir schon wieder aufgemacht. Fertig. Perfekt. 4 Monaten oder so, da habe ich mal erzählt, von wo habe ich meine T-Shirts oder von wo habe ich das eine T-Shirt geholt. Und dann habe ich ja gesagt von About You und so. Du hast so einen krassen Leistungsdruck. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Freunde, wie das da teilweise abgeht in dem Verein. Hat es abgefuckt, dass immer alle Leute da ihn abgenervt haben mit hier, warum verlierst du, bla bla bla. Und die können dann eine Ausbildung machen oder so. Oder studieren und ein Gegentor kassieren. Mein Gott, kann ich jetzt hier meinen Scheiß 2-0 machen? Oh, 1-1, perfekt. Jo, Bruno Fernandes, hat der 5 Sterne Weakfoot oder warum hat er mir den gerade so eingeballert? Digga, lauft euch doch mal frei, ihr Scheiß. Da. Dieser Stream ist schon wieder so lost. Aber Poppers, Digga, guckt euch abseits. War kein Abseits. Oh mein Gott, Digga. Ich drück auf Schießen, er macht ein Tackling. Gegentor. Boah, hätte er in die Mitte gespielt, als Gegentor. Digga, was soll ich da noch machen bei so einem Spiel? Ich hab nie so ein Glück. Auf den zweiten. Digga, Mbappé, was ist mit dem Typen los? Gott.
das sieht immer so sehr, sehr stark nach Abschied aus, was er immer so postet. Oh, er dankt Everton für alles und so. Das ist immer Elite-Snipes. Digga, ich glaube, dass es ein Top-100-Spieler ist. Oh, wir stehen 14-1. Na, dann könnte es auch einer sein. Can I get something to einwerfen? Yes, thanks. Oh, da ist doch die Lücke. Block. Warum macht er diesen Drecks-Zwischenschritt? EA Sports. Warum? Jawoll, Digga, da spielt die Weekend League zu Ende, ich weiß nicht. Der hat sich vorgestern oder war das gestern? Weiß ich nicht, wann. Vorgestern oder gestern erstmal so einen dicken Freistoß reinzwiebeln lassen. Tor. Du scheiß Knecht! Ja, ungefähr so, Mann, dann da. Der macht so viel Scheiße, der Knecht. Gut da, Usman. Was ein Dreckspass, Digga, du bist doch ein scheiß Knecht. Mein Gegner ist ein Baller. Oh Gott. Das Problem ist, Winter ist mitten in der FIFA-Saison, Friede. Oh! Wer? Das habe ich noch nie gesehen, dass der nicht reingeht. Und Gegentor. Oh, bitte kommt er an. No, yes, please. Ich glaube, ich wechsle Richard gleich ein, ey. Vor allem mit meinem Ben Yedda, Digga, gehen 200%igen Schreien. Da muss halt Richard machen. Mein Gott, Digga, vermisse ich den Typen in der Startaufstellung. Tim und deine Freundin wollen Urlaub mit dir verbringen. Beide. Also sage ich early. Digga, was ist mit diesem Schmutzspiel schon wieder los? Wurde einfach alles abgesagt. Krieg ihn um. Ja, ich liebe dich doch. So, das Ding ist durch. So ein Dreckspiel, Digga. Dass das überhaupt knapp wird, ne? Kann man ja niemandem erzählen. Farid Bang hat alle auseinandergenommen. Er macht einfach in seine Insta-Story. Er macht einfach in seine Insta-Story. Team Maestros, wieder ein Deutscher mit Köln-Wappen. Der soll diese Rolle, Digga, der soll die so auseinandergenommen haben, weil da so viel... Das war, Live. Der Film Live und das war der Film Prisoners. Ich hab den Namen gerade nicht... Wie heißt denn der? Wenn ich kurz überlege, habe ich den Namen, warte. Anstatt ich so in die Stadt gehe und einkaufen gehe. Den YouTuber, der immer Filme bewertet. Digga, das ist mein Mentor, der Mann. 21 Uhr was zu essen zu machen. Nimmst du mit in dein Bett. Und dann machst du dir so einen richtig geilen Streifen an. Alu-Counter hoch. Der war am Freitag schon bei ihm und ich glaube, ich habe heute allein schon wieder dreimal Alu getroffen. Viermal. Oh nee, da. Steuert Mann, dann da ist so lost, Digga. Mann. Der hatte Glück, dass er noch einen guten Film hatte, war mit Sherlock Holmes, das Ding. Guckt euch mal das an, Digga. Warum ist das? Warum ist dieses Schmutzspiel so? Also, Alu-Treffer werden nicht auf Schüsse als Tor gezählt. Das wird nicht damit gezählt. Das fand ich schon geil. Also, tut mir leid, Freunde. Der Prison Break kann sich nicht mehr spoilern. Die Serie ist seit 58 Millionen Jahren draußen. Warum geht es nicht rein? Oh, also, bei Hank fand ich, Freunde, Hank war so underrated. Also so. Irgendwann da am Ende mit Skilla und die ganze Scheiße. Zwei Torschüsse, zwei Tore. Und er kriegt sogar noch einen Angriff. Das ist natürlich unangenehm. Und dann kriegt er den Abpraller. Mann. Ah, hier, Digga. Dass das überhaupt knapp ist, dieses Spiel. Guck mal, der muss nicht rein. Ist es das hier? Da habe ich sogar mein Torwart gesteuert.
kann reingehen, muss aber nicht. Bei mir gehen die nie rein, ich schwör's euch. Der Typ, ne? Der Typ ist der absolute Oberkracher. Der Mann finanziert meinen Unterhalt, ich schwör's euch. Frankreich, Brasilien, Italien, Niederlande, England, Argentinien. Siran, Kuss auf deinen... Ja. No. Pedo. Ihr könnt eine 20er PSN oder Xbox Card gewinnen, wenn ihr richtig legt. Digga. Micha Hanses mit 25 Euro. Emma Goat mit bürgerlichen Namen, Top Donator der Woche und dein Hartz 4 Center Herz. Dann verlose ich eine 20er PSN-Karte. Timmy Let's Play mit 25 Euro. Weil es alle machen, Hashtag Gruppenzwang. Digga, ich gehe. Digga, was passiert hier? Pascal Kloska nochmal mit 25 Euro. Ja, okay, Freunde. Also, falls ihr euch fragt, werdet einfach YouTuber. Digga, was passiert denn jetzt? Guck mal jetzt. Ich bin reich! Digga, es hört nicht auf. Wie kommt? Ich schwöre, es kommen gleich wieder 3 Stück rein. Ach so. Yalagnino Hol Maestro mit 50 Euro, Digga. Zum zweiten Mal. Teile das Geld mit Sydney und grüß ihn. Wen? Ja, Sydney ist nicht hier, oder? Sydney, nicht hier? Kriegst du nicht. Wie ihr gesehen habt, haben wir die Weekend League nicht zu Ende gespielt. Teambewertung, das Team war gut, muss ich sagen. Hat richtig Bock gemacht, auch mit Vieira und Sissoko in der IV. Vielleicht spiele ich nächste Weekend League nochmal mit dem Team, weil ich ja nicht zu Ende gespielt habe. Wir haben 17-1, standen wir am Ende. Aber ich hatte keinen Nerv, jetzt noch 12 Spiele, Freunde, da zu machen um 2.30 Uhr. Das habe ich nicht eingesehen, weil das Spiel halt auch echt scheiße ist. Wenn das Spiel Spaß machen würde, hätte ich weitergespielt. Aber wir waren 4 Stunden online und die meisten waren noch müde. Und die meisten auch Edi mussten nicht zu Ende spielen und so, alles gut. 17-1 standen wir, Freunde. Wie gesagt, nochmal danke für die krassen Spenden. An alle Spender, die da gestern am Start waren. Ich kann nicht jede einzelne Spende reinmachen, weil das Video sonst 50 Minuten geht oder so. Aber morgen wird für euch ein Video von den ganzen Spendentypen kommen. Da seht ihr mal, wie geschockt ich war, wie das so abging. Morgen kommt auf den Stream oder auf den Edigella-Kanal halt das Video online. Lasst hier ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke auch für 260.000. Wir haben jetzt schon wieder 261.000. Vielen lieben Dank, Freunde. Lasst knacken.